Moin Leute, Moin. Ich habe heute den Paske zu Besuch. Wir bleiben noch bei Paske, ne? Du hast mir zwar deinen richtigen Namen gesagt, der vielleicht nicht, der sehr auffällig wäre, aber gut, jetzt triggern wir viel zu hart. Du selber bezeichnest dich als? Demokratischen Antifaschisten. Demokratischen Antifaschisten. Hätte ich gedacht, dass sowieso die meisten in der Antifa sowieso demokratisch sind? Leider nicht. Leider nicht. Leider ist der Großteil der Antifa, ich muss es halt auch immer wieder betonen, die Antifa ist halt lächerlich. Leben halt alle in einer, es ist sehr verbreitet, dass sie noch sehr in ihren Utopien leben. Okay, also wir müssen jetzt mal, ich gehe noch mal ein bisschen nach vorne. Ich hatte ja ein Reaction-Video gemacht von meinem Freund Leroy, der den Paprika zu Besuch hatte. Und danach hast du dich bei mir gemeldet. Genau. Weil? Weil der Genosse Paprika hat in dem Video bei Leroy, es gab da so viele Ungestimmtheiten vom lieben Paprika, nichts persönlich gegen ihn. Er ist noch jung, er muss seine Erfahrungen noch sammeln. Aber ich mache die Scheiße seit 15 Jahren und Antifa ist eben auch innerhalb nicht Ringelpilz mit anfassen. Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, es ist keine Hippie-Gruppierung, sondern es gibt halt auch Seiten, die angesprochen werden müssen, die nicht gehen. Okay, das werden wir dann heute versuchen. Ja. Also du sagst gerade, du bist 30 Jahre alt, ganz genau. Paske, kommst gebürtig aus Nordrhein-Westfalen. Genau, gebürtig komme ich aus Nordrhein-Westfalen. Und bist jetzt auch in der Nähe der Ostsee verheimatet. Genau. Also du hast dich bei mir gemeldet und hast dann gesagt, Philipp, irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte auch was dazu sagen. Ich habe da dein Instagram-Profil, wir haben Nummern gleich ausgetauscht und hast auch gesagt, das wird auch mal passen, dass wir ein Bier trinken. Ja, richtig. Wir fangen heute mit einem Kaffee hier bei mir in der Küche an. Wir wollten eigentlich gerne draußen drehen. Wetter ist zu schlecht, zu windig, deswegen haben wir es jetzt in die Küche verlegt. Was jetzt natürlich so ein bisschen interessiert, bevor wir ins Thema richtig reingehen, Antifa und deinen Lebenslauf und so weiter, magst du ein bisschen was über deine Jugend erzählen? Also wie sah das Familienhaus aus, Schule und so weiter? Vielleicht können wir das ein bisschen... Ja, das kann ich sehr gerne kurz anstechen. Und ich schütte uns einen Kaffee ein. Ja, sehr gerne. Also ich bin 1990 in einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen geboren. Mein Erzeuger hat sich direkt nach meiner Geburt aus dem Staub gemacht, leider. Heute Kontakt? Ne, ich habe ihn nur kennengelernt und hat gereicht. Also der ist kein Mensch, mit dem ich mich umgeben möchte. Okay. So, meine Mutter war sehr viel arbeiten, deswegen habe ich sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und habe da auch eine sehr schöne Erziehung und Zeit gehabt. Also Kindheit trotzdem glücklich? Kindheit war echt, es war eigentlich schön. Natürlich im Nachhinein, als dann meine Mutter ihren ersten Ehemann hatte und meinen kleinen Bruder bekommen hat, da war dann halt so dieses Typische. Ich habe keinen richtigen Vater, mein kleiner Bruder hat einen richtigen Vater. Neid? Genau, es ist, jetzt muss ich reflektiert sagen, damals war es riesengroßer Neid darauf, dass mein kleiner Bruder einen richtigen Vater hat und ich nur so das nervige Gepäckstück quasi Zeit war. Hatte der neue Mann dich das spüren lassen? Oder? Die ersten Jahre nicht, das muss ich ihm zugute heißen. Okay. Aber seit der Geburt von meinem kleinen Bruder ist er halt mit den Jahren, man hat es halt wirklich gemerkt, wer sein leibliches Kind ist und dass ich halt einfach nur so der Bruder bin. Okay. Ich habe ja selber einen Stiefsohn, das kostet auch. Ich hatte ja auch drei Stiefkinder. Ja, okay. Und also ich weiß auch, wie dieses Gefühl ist. Ja. Aber da ich halt diese Erfahrung von Anfang an gemacht habe, dass ich selber keinen richtigen Vater und der erste Stiefvater in meinem Leben auf gut Deutsch so ein Arschloch war, habe ich mir mal selber gesagt, so willst du nicht sein. Ja, okay. Also genau ins Gegenteil. Genau. Ich beschäftige mich ja jetzt viel mit den unterschiedlichen Extremismusformen, sei es rechts, links oder auch religiös. Und oft ist es so, dass irgendwie ein gestörtes Verhältnis zum Vater ist. Ja. Hast du das selber auch erlebt? Ja, es ist verdammt oft so, Vater früh gestorben oder Vater hat sich verpisst, Vater Alkoholiker, drogenabhängig. Nicht da oder sonst was. Sonst nicht da. Und dann neigen die Jungs eher für Extremismus, genau. Oder? Genau. Ja, also es ist,
Es ist immer wieder, es sollte immer keine Ausrede sein, nee, aber... Nee, aber es ist halt einfach ein Fakt. Genau. Muss man mal ganz klar sagen. Es ist ein Fakt, dass wenn der Vater bei einem jungen Mann in der Erziehung fehlt, dass er sich sehr schnell radikalisieren lässt. Ja, genau, weil vielleicht Ältere auch da... Genau, ne, das Aufschauen zu Älteren, genau, ist das diese männliche Vorbildsfunktion, die man dann sucht. Ist das in der... Kann man das so sagen? Also ich habe wenig Einblicke in den Linksextremismus gehabt. Ne? Ich war ja nun lange Zeit im Rechtsextremismus aktiv, das ist kein Geheimnis. Ist das dann auch so, wenn man da über Familie spricht, dass das oft so, also dass man, wenn man näher nachgefragt hat, dass das oft so auch oder eher, oder kann man das nicht pauschalieren? Es ist meistens so, man schließt sich zusammen durch Hass. So, und dann wird nicht erzählt so, oh, mein Papa war so blöd und hat mich sitzen lassen, sondern da ist dann immer direkt die ganze Familie scheiße. So, ich habe das selber auch bei mir gemerkt, ich habe meiner Mutter damals Sachen vorgeworfen, die mir heute so leid tun für meine Mutter. Boah, da kommen die Tränen. Ja, das haben wir, glaube ich, alle durch. So, heutzutage gebe ich mein Bestes. Habt ihr ein gutes Verhältnis? Können wir das vorne nehmen? Meine Mutter hat mich hochgeholt und hat mir die neue Lebenschance gegeben. Ja, da geht Liebe und Ehre raus an Mama, oder? Ja, ja, auch ganz groß. Ja, top. Also viele Grüße von hier. Ja, ja, also ganz stark. Da merkt man auch die Emotionen. Wir merken ja auch, hier ist eine gewisse Nervosität. Ne? Ja, klar. Das ist, wenn man heute mal über sein Leben so spricht und so weiter. Und ich weiß, so ein Video wird kontrovers. Da wird es in den Kommentaren kontrovers und so weiter. Ich weiß auch ganz genau, dass wieder Leute, die mich kennen, mich im Nachhinein anschreiben werden, ob es links oder rechts ist. Die Leute kennen mich. Die Leute haben auch teilweise heute noch meine Handynummer. Ja. Und ne, die finden, wenn sie wollen, finden sie einen immer wieder. Aber durch die Erfahrungen, die ich die Jahre gemacht habe, das sind zu 99% sind halt hier Quacksalber, die große Töne spucken. Ja. Und wenn sie vor einem stehen, passiert nichts. Oder wenig. Kommt dann so eine Ansage, wenn wir uns morgen wiedersehen, dann hole ich dich. Ach so, okay. Also aus der eigenen Community wird wahrscheinlich auch was kommen sozusagen. Ja, na klar. Okay. Weil gilt man dann so, wenn man so über interner spricht, und es geht mir ja nicht darum, jetzt mit dem Finger auf Antifaschismus zu zeigen, weil wir brauchen Antifaschismus. Ganz klar. Na, aber ich möchte ja immer da so ein bisschen drüber sprechen, was geht wirklich ab in diesen, in diesen Milieus. Und das mögen natürlich einige nicht, ne? Weil sie gerne ihr Milieu nach außen gut darstellen wollen. Genau, aber deswegen habe ich diesen Entschluss gefasst, dass ich mich dazu äußere. Weil einfach, man kann nicht nach außen immer so ein wir sind so toll und so lieb und tralala. Und so selbst so unreflektiert sein im Ganzen. Also irgendwie in Hamburg G20, da völlige Randale starten und dann aber ein paar Tage später in Interviews sagen, aber das waren nicht wir, das waren irgendwelche anderen. Also das regt dich auch auf. Sie wollen gegen Kapitalismus sein und zünden von einer schwer arbeitenden Mutter mit drei Kindern das Auto an. Entschuldigung, das ist kein Antifaschismus, das ist dumme Scheiße. Okay, also wir greifen. Ihr seht das, wir werden hier versuchen, immer wieder so eine Art roten Faden zu haben. Ja, guck, der fällt als Genosse ganz gut, der rote Faden. Ja, rot ist nicht meine Farbe. Ach so, okay, gut, kommen wir doch alles zu. Wir haben ganz viele Fragen, auch für die Community nachher natürlich auch. Im Members-Bereich sind die Fragen dann. Okay, auf jeden Fall Stiefvater so, zu Hause mal so, aber grundsätzlich sagst du, Kindheit war schon... Es war super, meine Mutter hat sich immer bemüht, dass wir alles haben und dass es uns gut geht. So. Schule? Ich muss sagen, in der Schule war ich immer gelangweilt und das habe ich halt die Schule auch merken lassen. Okay. So, ich war so der Klassenkasper. Ja. Letzte Reihe? Genau, letzte Reihe, immer viel Unsinn gemacht, so, dann kamen irgendwelche Matheaufgaben, die habe ich mir angeguckt und dachte mir so, ja, einfach, warum soll ich das jetzt hier machen, kann ich doch. Okay, also so. Vielleicht sogar auch unterfordert. Genau, ich war unterfordert, meine Mutter hat auch irgendwann einen Intelligenztest gemacht und der war dann sehr erschreckend für mich, ich bin überintelligent. Okay, ich hab sowas noch nie gemacht, aber... Ja, also... Also das ist ja ein großes Problem, wenn Kinder unterfordert sind, dass dann wird Scheiße gebaut, ne? Ja, genau. Okay. Und dadurch versaut man sich halt die ganze Schulbahn. Na gut, dazu kam halt noch in der Schule, da wo ich herkomme, ist halt ein sehr großer Anteil von Ausländern. Und ich war in der Schule meistens nur einer von drei Deutschen. Ja. Und... Auf welcher Schule bist du jetzt? Ich bin auf gar keiner Schule mehr, seit Jahren. Aber nee, meine jetzt auch jetzt, also in dieser Altersphase.
Es hat sich von der Grundschule. Ach so, von der Grundschule. Bis zum Schluss hat es sich komplett durchgezogen, dass man von den ganzen Kennex. Ja. Ich kann auch sagen, ich komme selber aus dem Ghetto und ich bin mit ganzen Jungs cool, also kommt mir nicht mit PC-Kack. Okay, ich darf gar nichts. Okay. Mit deinen. Oh, das wäre ja ganz schlimm, wenn du sowas sagst. Ja, also. Okay, aber du bist Grundschule und Hauptschule. Damals. Und Hauptschule genau. Damals noch. Und du bist auf einer Schule mit vielen Immigranten und Migranten. Okay. Städtchen innen. Und, genau. Und ja, da hat man halt dann so. Außenseitergefühl? Sehr krass. Ja? Also ich wurde mindestens einmal die Woche mit dem Krankenwagen abgeholt, weil ich zusammengeschlagen worden bin. Die Lehrer sind nicht eingeschreitet, die haben dabei zugeguckt, wie ich auf die Schnauze gekriegt habe, weil sie vor den Eltern der bestimmten Schüler Angst hatten. Könnte man das heute Mobbing oder, ja, oder es würde heute unter Mobbing laufen? Genau. Du wirst gemobbt von den Migranten? Ganz genau. Dann würde ich jetzt von meinem logischen Standpunkt her sagen, dann hättest du ja mein Kamerad werden können. Rein theoretisch. Es war auch so mit 11, 12, so da wo ich herkomme, da haben wir so einen großen Spielplatz, wo sich damals noch so von 8 Jahre bis 22 Jahre alles getroffen hat. Das war so halb Spielplatz, halb Skaterpark. Okay. Und unten am Skaterpark saßen halt die Älteren, haben sich eingesoffen, konsumiert und tralala, wie das halt in Großstädten üblich ist. Und ich werde es nie vergessen, 2002 war das, da war ich 12 Jahre alt. Da ist dann einer von dieser Clique am 20.04. Ja. Ist ja ein ganz bestimmtes Datum. Ja, können wir sagen, 20.04. wird in der rechtsextremen Szene gefeiert, weil Geburtstag von Adolf Hitler. Genau. Und da kam dann einer von den Leuten, der sich jeden Tag, so, das saß alles bunt, von ganz hell bis ganz dunkle Hauttypen. Ja. Da war alles gemischt. Und auf einmal kam dieser eine Kerl, der immer da mitgehangen hat, mit so einer blauen Plastiktüte, wo so ein Holzstab rausgeguckt hat. Ja. Hat sich dann erstmal bei unserem Stammticker, der da immer mitsaß, eine Nase geballert. Dann erstmal das Bier, noch zweimal am Joint gezogen und im nächsten Moment fing er an, Happy Birthday zu singen und zog dann eine Hakenkreuzfahne aus dieser Tüte raus. Okay, ist und das schon sehr wirr. Und das war für mich, mit 12 Jahren war das schon so, boah, wenn das Nazis sind, dann widersprechen die sich ja von vorne bis hinten. Ja. Passt ja vorne und hinten nicht. Ich kann ja nicht sagen, alle Ausländer raus, aber dann chill ich den ganzen Tag mit denen. Ja, und dann die Drogen. Genau, und dann die ganzen Drogen und so weiter so. Und das war für mich damals direkt so, ne, mit denen willst du nichts zu tun haben. Aber blenden wir diese Situation aus. Meinst du, du wärst genauso anfällig gewesen für die rechtsextreme Szene wie für die linke Szene? Also wenn jetzt dieses Erlebnis nicht gewesen wäre. Das Erlebnis wäre ich bestimmt auch in die rechte Szene. Und du hättest vielleicht einen sympathischeren Typen als mich kennengelernt, ja, der gesagt hätte, Mensch, Paske, komm doch mal bei uns mit. Hier, weißt du, wir am Wochenende wollen wir ein bisschen was grillen, Bier trinken, ein bisschen Musik hören. Meinst du, hätte auch klappen können? Hätte auch klappen können, hundertprozentig. Davon bin ich. Weil das Spannende, manchmal, wenn ich mit Extremisten spreche, ist es so, dass es gibt Extremisten und besonders kommen die oft, also die sich bei Instagram bei mir melden, aus dem linken Lager und sagen, ich wäre nie anfällig gewesen für Rechtsextremismus. Wo ich mir manchmal sage... Das ist hier wieder dieses... Ja, eigene Bubble, eigene... Ja. Okay. Meiner Meinung nach ist es egal, welcher Extremismus, wenn du einmal irgendwo reingerutscht bist, ist es nur eine Frage vom ersten Kontakt. Der erste positive Kontakt mit einer radikalen Szene ist da, wo du dich hin entscheidest. Und es ist, und das entscheidet sich oft über Personen. Genau. Gar nicht über Ideologie. Nee, gar nicht über die. Es ist der erste sympathische Typ, den du so als kleines Vorbild sehen kannst. Zuhören, genau. Der zieht dich dann in diese Szene rein. Ganz stark, das ist so, also da überschneiden sich so ganz viele Sachen, weil ich oft sage, auch wenn ich gefragt werde, ist es so, ja, ging es dir als 13-, 14-Jähriger um Ideologie? Ich sage, nein. Das ging mir erstmal, dass ich jemand hatte, der mich aufgenommen hat und hat gesagt, weißt du, cool, komm und lass was machen und so weiter. Die Ideologie war zweitrangig. Das ist halt dann nach und nach gekommen, dann mit Musik, Konzerten, AZ-Besuchen. Okay, AZ? Autonomes Zentrum. Autonomes Zentrum, okay. Siehst du, so wenig Ahnung habe ich davon. Oder schreiben die Leute gleich wieder drunter, die haben gar keine Ahnung. Okay, scheißegal. Okay, auf jeden Fall, das war eine komische Situation, wo du sagst, genau. Wenn das ein Nazi ist, dann scheiß auf die. Ja, genau das. Aber trotzdem fährst du nach Hause, Schule läuft irgendwie scheiße, hast du Schule beendet? Ich habe die Schule beendet. Ich habe so mit Ach und Krach, weil ich ja dann mit 15 letztendlich in die richtig radikale Szene abgerutscht bin,
So, da habe ich dann im Unterricht mehr geschlafen, weil man ja nachts Aktionen geplant hat und so weiter. Okay, wir machen jetzt große Schritte. Ich muss dich ein bisschen, ja. ich muss mal hier auf die Bremse beim Pascal treten, weil, okay, du hattest ja jetzt gesagt, nee, die Nazis nicht, aber da muss ja irgendein Kontakt stattgefunden haben, überhaupt, dass du sagst jetzt, okay. Das ist jetzt auch wieder sehr lustig, wie ich daran gekommen bin. Mal, wir haben uns damals eine Wohnung angeguckt, weil wir umziehen mussten. Und da hat ein Junge in meinem Alter auch gewohnt. So, und der meinte dann, oh, du bist cool, soll mal Lego spielen. So ganz normal, ne, war ich 9 Jahre alt oder so. Ja. Ja, 9 Jahre alt müsste es gewesen sein. Und dann, hey, hast du nicht Bock, am Freitag mit zu den Pfadfindern zu kommen? Ja. Und dann, oh Mama, darf ich mit zu den Pfadfindern am Freitag? Ja klar, natürlich kannst du mit. Und dann bin ich in die Pfadfinder reingekommen. Und das ist aber auch sehr konservativ. Eigentlich schon. Okay. Aber der Pfadfinderbund, in dem ich war, der war sehr, sehr alternativ, würde ich mal sagen. Es wurde viel Punkrock gehört, es wurde immer gesagt, wir wollen keine Nazis bei uns im Bund, weil wir sind Pfadfinder und keine Hitlerjugend. Und dadurch okay, habe ich halt das passt ja schon zusammen, ja. Und dadurch habe ich halt diesen ersten leichten Kontakt in diese Richtung gekriegt. Ja. Bis dann irgendwann einer von den älteren Jungs dann meinte, ey, hast du nicht Bock hier, meine Eltern sind nicht da, kommst du grillen? Und dann dachte ich mir so, ja, na klar, können wir machen. Also ganz menschlicher Kontakt. Ja, genau, ganz menschlich. Ja. So. Und er stand da auch so, hatte Dreadlocks und war so völlig aufgeklärt, also damals in meinen Augen völlig aufgeklärt und voll der coole Typ. Dann hat er mir so Bands wie Muff Potter gezeigt, die uralte Punkrock-Band. Okay. Die machen aber so, das wäre so Punkrock, der könnte im Radio laufen. Okay. Nicht so ganz ranzig, sondern ein ordentlicher Punkrock. Noch hörbar für mich. Genau. Okay. Und könnte dir sogar auch gefallen, von den Texten her mittlerweile. Okay, gucken wir in der Pause mal rein. So. Und dadurch halt dann hat er auch irgendwann gesagt, ey, wir treffen uns immer am Brunnen in der Innenstadt. Hast du nicht Bock, damit hinzukommen? Mit abzuhängen, da. Und dann so, ja klar, kann ich machen. Dann bin ich das erste Mal mit zum Brunnen und das war damals noch so, da saßen damals jeden Tag 20 bis 30 Punker. Gibt's heute kaum mehr so. Ist tot. Ja. Die Szene ist völlig tot. Ist einfach so, muss man mal ganz, findest am Frankfurt Hauptbahnhof, findest du noch ein paar. Ja, oder Hamburg sind, ein paar oder so, ja. Aber das sind halt dann mehr Junkie als Punker. Muss man auch ganz klar sagen. Okay. Und dadurch habe ich halt dann so die Punks kennengelernt. Und dann habe ich mir damals, habe ich meine Mutter angebettelt, dass sie mir so einen Olivenparker von der Bundeswehr holt. Ja, ja klar, kannte so, jeder. So, dann die Deutschlandfahne. Ne? Ja. Das erste, dann bin ich halt mit diesem olivgrünen Parker da zum Punkerbrunnen gekommen. Und das Erste, was die Jungs dann gemacht haben, boah Mann, die Fahne geht gar nicht. Edding raus und dann unten das Gelb weg. Okay. Weil dann hatte man ja schwarz, klar. Rot, schwarz. Antifa. War dir das so, bewusst? War mir damals noch nicht so bewusst. Und dadurch, dann habe ich halt auch gefragt, ja, warum machst du das denn? Ja, willst du Deutscher sein? Ich sag, hör mal, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, ist so, ne? Und dann fing es an so, ja, guck mal, Nazis sind stolz auf ihre Herkunft. Aber was haben sie denn dafür geleistet? Und in meinem Kopf so, ja, nix. Du kannst ja nicht aussuchen, wo du geboren wirst. Und das ist der Punkt. Und damit hat das Ganze so dieses Denken, wie kann man auf etwas stolz sein, was man selber gar nicht geleistet hat? Ja, kann ich mir das denn so vorstellen? Also ich stelle mir das ja trotzdem eher so, ich komme jetzt in mein Klischee rein. Ja. dieser Brunnen, ein bisschen Schnorren, ja, genau, Becher, bisschen Schnorren und so. Dosenbier, nur ja. Hier dieses 5% Bier, was weiß ich so ungefähr, irgendwie so stelle ich mir Hansa. Das vor. Ja, Hansa, okay, ja, das ist Hansa. Haben wir aber auch getrunken. Ja. Also gibt es dann in diesen Gruppen schon so am Anfang auch mit jungen Leuten, gibt es dann auch politische Gespräche oder ist das so nebenbei? Es ist eher so nebenbei. Das ist so, hey, hast du Lust mit mir einen Joint zu rauchen? Dann sagst du so, ja klar, komm, kann ich ausprobieren. Dann geht man so ein Stück auf Seite und dann kommen halt so nicht direkte politische Botschaften, sondern eher so leichte Denkanstöße. Okay. So, oh, was für eine Nationalität bist du denn? Wie findest du es, wenn Ausländer gejagt werden? Findest du nicht, man sollte da auch was gegen tun? Und wie hat dein junges Gehirn darauf reagiert? Was hast du da so geantwortet und so? Ich war halt damals dadurch, dass mein Opa mir auch immer beigebracht hat, du kannst nur auf deine eigene Leistung stolz sein, alles andere bringt dir im Leben nichts. War für mich halt diese Herkunftsfrage und so, die stand nie im Raum. Also war die Tür schon offen dazu? Genau. Und die Fragestellung ist ja ganz klar, wenn man jetzt einen jungen Mann so fragt, wie findest du das, wenn Ausländer gejagt werden? Ja, scheiße. Genau. Wie findest du Nazis? Scheiße. Wie fandest du den Holocaust? Scheiße. Genau. Okay, klar. Also klingt fast,
Hashtag No Hate, wie Bauern fangen. Ja, ist Bauern. Ne? Wie ein Staubsauger der Tür verkaufen. Ja, genau. Es ist ganz einfach. Wie alt bist du jetzt? 30. Achso, in also der Story. 14. 14 war es. Verletzliches Alter? Ja. Verletzliches Alter, muss man wirklich sagen. Okay, Parker abgeändert, optisch dich noch weiter verändert? Ich habe meine Haare wachsen lassen. Früher natürlich immer so Muttis Lieblingsfrisur gehabt. Ja. So, und dann habe ich auf einmal so den Rebellen raushängen lassen. Nein, schneid mir die Haare jetzt nicht mehr. Die wachsen jetzt lang. Ja, was sagt Mama? Und dann meine Mutter, ja, mach was du willst. Okay. Aber wenn irgendwas falsch läuft, dann wird von mir nur kommen, ich habe es dir gesagt. Ich habe es dir gesagt, ich habe es kommen sehen. Ja. Hat mein Vater aber gesagt, ich habe es kommen sehen. So. Meine Mutter, da muss ich aber auch sagen, meine Mutter hat mein Leben lang immer gesagt, hör mal, sammle deine eigenen Erfahrungen, aber wenn es schief geht, heu nicht. Okay. Ja, ist trotzdem hart. Ist, ne? Klar, ist hart, aber sie stand halt immer hinter mir. Das Problem ist ja, man kann Erfahrungen echt schlecht weitergeben. Wir versuchen das ja hier mal bei YouTube, aber viele müssen halt Erfahrungen auch selber machen, gewisse Sachen. Ne? Genau das ist es. Okay. Optisch, Haare jetzt lang wachsen, ist jetzt für mich noch nicht die Mega-Rebellion. Ja. Nee. Parker irgendwie mit dem Edding gemalt und so weiter. Welche Rolle spielte die Musik? Eine sehr große, weil Musik ist in meinem Leben immer schon sehr wichtig gewesen. So, ich bin eigentlich auch so ein Mensch, ich brauche 24/7 Musik. Okay. Ich höre beim Fernsehgucken, höre ich nebenbei Musik, damit ich mich wohlfühle. Das ist wirklich... Jeder, wie er mag. Ich verstehe es selber nicht, aber so fühle ich mich halt wohler. Ist ja dann für die Leute, die mitgucken, eher anstrengend, ja, oder? Genau. Ja. Aber ist ja dann auch nicht mehr mein. Nee, okay. Firma Rücksichtsnahme. Nein, also, ja, aber Musik. Aber in jungen Jahren ist man ja trotzdem noch auf der Suche nach seinem Musikstil irgendwie. Genau. Ne? Und wurde dann schon Punkrock, oder? Genau, also durchs Elternhaus, mein zweiter Stiefvater, der jetzige Ehemann von meiner Mutter. Heutzutage sage ich, das ist mein echter Vater. Krass, Ehre geht raus. Ja, weil der Mann, der hat mir so viel in meinem Leben, ohne dass ich es mitgekriegt habe, damals, hat er mir so viel väterlich mitgegeben. Okay. Und das musste ich aber auch erst auf eine ganz harte Art und Weise erfahren. Kommen wir ja vielleicht noch zu. Genau, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. So, aber dadurch habe ich halt Linkin Park damals gehört. Das war so meine erste Musik, die ich gehört habe, Linkin Park. Aber schon Mainstream. Ja, genau. So ne, Linkin Park ist schon Mainstream. Aber ne, dieses Rockige. Ja, ich habe ja auch, glauben die Leute, ich habe auch mal Offspring gehört und so. Ja, Nirvana und Offspring. Genau, dann kam so Offspring und dann kamen halt so deutsche Bands. Muff Potter, Wieso, Fahnenflucht, Betontod. Was für Namen? Die können ja auch Rechtsrock machen mit den Namen Fahnenflucht und Beton. Ja. Na, Fahnenflucht vielleicht nicht, aber Betontod. Betontod. Zählt mittlerweile zu den Grauzone-Bands. Okay. Sind sehr deutschrock-lastig geworden. Okay, okay, also. Das ist es. In der linken Szene wird so alles aufs Kleinste, muss es irgendwie Namen haben. So. Zum Beispiel war ich damals nicht in der Antifa, sondern ich war in der antideutschen Antifa. Wir müssen, glaube ich, nachher ein bisschen in die Begriffserklärung gehen. Ja, also auf jeden Fall. Auch ich bin da jetzt gerade, hänge ich jetzt ein bisschen. Ja, weil man muss jetzt immer sagen, wenn man von außen betrachtet, egal ob man jetzt irgendwie sich mit der Antifa nicht beschäftigt oder auch ob man im anderen Extremismus ist, beschäftigt man sich nicht so tief. Also ganz genau. Antideutsche Antifa oder demokratische Antifa und so weiter. Genau. Vielleicht machen wir nachher nochmal, hängen wir das nochmal hinten dran, dass wir da mal ein bisschen in die Erklärung gehen, weil das ist ja sehr spannend. Okay, jetzt hast du aber gesagt, die Antifa oder viele aus dem Linksextremismus oder aus dem linken Lager, die packen alles sehr genau, da wird alles sehr genau eingestuft oder wie? Genau, es geht zum Beispiel, wie man redet. Zum Beispiel diesen Satz, den ich jetzt gerade gesehen habe, der geht in der linken Szene nicht. Weil ich habe ja Mann gesagt. Das ist ja ungerecht gegenüber den Frauen. Ja, was soll man denn sonst sagen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich bis heute noch nicht, wie man da genau reden soll. Okay, also im Gendern bin ich ja nun auch nicht so gut, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, ich bin im Gendern nicht so gut. Also gleiche Löhne und gleiche Rechte für Frauen und Männer. Stehe ich auch voll und ganz zu, aber... Man muss die Sprache nicht komplett verhunzen. Na gut, holen wir uns ein bisschen genau. Unter diesem Video, ein bisschen mehr. Okay, also Musik auf jeden Fall. Genau. Musik. Und jetzt wird es auch politisch, ne? So Offspring und Nirvana und was weiß ich, ist ja alles seicht. Genau. Zwar auch ein bisschen Gesellschaftskritik, ne? Genau, und dann kam halt dieser deutsche Punkrock, vor allen Dingen Wieso. Okay. W-I-Z-O. Ich kenne die.
Und ich kenne sie. Ja, aber nur so von, also so Slime und Wieso. Ja, genau, Wieso und Slime. Ich kenne nur die Bands, wo ich mich noch mit beschäftigt so, habe. Die sind ja sehr radikal in ihren Texten. Okay. Kein Gerede, nur die Tat, stoppt den skrupellosen Staat und so Sachen. Da wird ja auch bei Wieso, die rufen sehr oft zur Gewalt und zur Revolte auf. Okay. Und natürlich, wenn man das die ganze Zeit hört, das brennt sich ein. Macht was mit einem. Ja. Und dann sitzt man mit seinen Leuten am Brunnen und dann kommen so die Fußball-Hooligans auf dem Weg zum Stadion vorbei und dann, oh ihr scheiß Zecken, dann kriegt man mal so eine Flasche entgegengeworfen oder man sitzt da und irgendwelche Nazi-Gabbers kommen zu 30, 40 Mann und wollen uns aus der Innenstadt verjagen. Und das war dann so ganz schnell, dass ich mich sehr radikalisiert habe, weil ich mir das nicht mehr gefallen lassen wollte. Okay, also du bist sehr schnell in die Szene eingetaucht. Ja. Also Musik, optische Veränderungen, ja. Haare lang wachsen lassen, Parker, ich kann mir vorstellen, auch Bandshirts oder so, ja, auf dein T-Shirt werden wir nachher auch noch kommen, also ich weiß nicht, ob Martin das hier mal drauf kriegt. Also hier, ich glaube, das ist Hebräisch, oder? Ja. Ja, alles scheiße und was steht auf Hebräisch, weißt du das? Das ist das Logo der IDF, der israelischen Defense Force. Israelische Defense Force, noch nie von gehört. Zwei Kettensägen, Schwert und ein Zweig. Okay, spannend. Spannendes Logo mit zwei Kettensägen. Ja, die Kettensägen sind durch die Band alles Scheiße dazu gekommen. Ach so, okay. Und das ist das Logo? Und das ist das eigentliche Logo der israelischen Verteidigungsarmee. Okay, also du bist pro Israel? Ich bin voll und ganz pro Israel. Oh, gibt es da auch Konflikte? Ne? Ja, sehr krass, sehr krass. Okay, also Leute, das wird noch richtig spannend. Du hast jetzt auch Nazi-Gabbers genannt und Fußball-Hooligans, die vorbeigehen. Ja. Auch typische Gegner von... Ja. Von Zecken, kann man Zecken sagen? Aus, ja. Oder ist das Beleidigung? Nee, also, okay. Also, Nazi-Gabbers, vielleicht wissen wir eigentlich gar nicht, was das ist. Kannst du sagen, was Nazi-Gabbers sind? Nazi-Gabbers sind, Gabbers sind ja Leute, die diesen elektronischen Hardcore hören. Genau. Und da gibt es halt nur in Deutschland eine sehr große rechtsradikale Szene. Aber die können zum Beispiel nicht nach Holland auf irgendeine Hacke-Party, weil in Holland zum Beispiel die Gabbers-Szene ist zu 80% Antifa. Okay. Also, Musik, du radikalisierst dich, änderst dich optisch, hängst wahrscheinlich nur noch da rum. Ja, genau. So ja. Von der Schule dahin. Was sagt Mama? Die war gar nicht begeistert. Die hat mir immer wieder gesagt, hör mal Junge, denk doch mal an deine Zukunft, was du da machst. Und dann ist man halt auch so frech gegenüber meiner, bin ich auch sehr frech gegenüber meiner Mutter gegangen. Ja, wenn du dabei zusehen kannst, wie Deutschland wieder zu einem Nazi-Deutschland wird, dann mach das ruhig. Man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, ne? Genau. Man weiß auf einmal alles besser, weil man so ein bisschen ein paar politische Flyer gelesen hat ja, und ein paar Leute besser. Im Suff einen was erzählt haben. Und auf einmal ist man der große Weltversteher und der Supermensch, der alles besser weiß und alles richtig macht. Es ist so krass, dass du das gerade sagst. Es ist ein absoluter Wahrheitsanspruch, ne? Besonders in jungen Jahren. Man diskutiert mit jedem und sagt, deine Meinung ist scheiße. Ich weiß es 100% besser. Ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ist so ein krasses Statement, Leute. Hier hinhören. Hier könnt ihr mal Erfahrungen hören, wie es ist, wie man dann sich gegenüber seinen Eltern verhält, Familie und so weiter. Wir müssen hier einen kurzen Schnitt machen, weil wir können ja immer nur 30 Minuten filmen. Hier ist ein kurzer Schnitt, aber geht jetzt gleich weiter. Also ja. Leute, wir haben gerade, wo das Kamera wieder aus ist, ich bin das mal so zu hören, weil es ist so, wie der Extremismus so. Ich habe auch schon mit Islamisten zusammengesprochen, das ist ja, manchmal kannst du die teilweise übereinander legen. Genau, es ist dann nur, entweder kommst du dann mit einer IS-Fahne raus oder im braunen Gewand oder im rot-schwarzen Gewand. Oder halt noch in anderen Radikalen, die es halt auch noch gibt. Gibt ja viele da noch. Gibt ja sehr viele. Gut, du, Mama findet es irgendwie scheiße, aber machtlos auch. Wenn sie gesagt hat, ich habe Hausarrest, bin ich nachts abgehauen. Ja. Ja. Kannst dein Kind auch nicht zu Hause im Zimmer einsperren, geht halt nicht. Nee, genau, sollte man auch nicht machen. So. Ist auch Freiheitsberaubung. Ja. Ja, jetzt die Gruppe. Ich würde jetzt ganz gerne mal auf die Gruppendynamiken zu sprechen kommen. Du hängst am Brunnen rum. Du hast welche, die wahrscheinlich auch so, kann man das sagen, na, geistige Führer oder gibt es da welche, die Gruppe eher leiten? Weil ich habe mal gehört, im Linken sind alle gleich. Das haben mir Leute gesagt. Also natürlich sind die Leute alle gleich. So gleich wie in der ganzen Gesellschaft. Also auch hierarchisch? Ja, total. Okay. Wenn man ganz offen und ehrlich ist... Magst du es ein bisschen erklären? Weil es ist... Es gibt in jeder Antifa-Gruppe gibt es ein Plenum aus x Personen. Ein Plenum ist...
sowas wie die Führung. Okay. Die setzen sich zusammen, planen Partys, Aktionen, Demos und nach deren Pfeife muss quasi dann die ganze Untergruppierung tanzen. Wenn du nicht so tanzt? Kriegst du Hausverbot oder wirst vom Boden weggejagt. Dann bist du kein Teil mehr, aber ich dachte, alle vereinen sich unter dem Denkmantel, wir sind alle Antifaschisten. Habe ich ganz am Anfang auch gedacht, bis ich halt dann zu meiner Israel-Solidarität gekommen bin. Da war ich dann in Düsseldorf, da war sehr stark die rote Antifa vertreten. Die sind pro-Palästina. Jetzt machen wir einen großen Sprung. Ich muss nochmal jetzt zurückkommen. Also, es gibt also auch in antifaschistischen Gruppen, was für mich. Da herrscht Krieg. Um es ganz offen zu sagen, da herrscht bis heute noch Krieg. In den Gruppen oder unter den Gruppen? Unter den Gruppen. Unter den Gruppen. So, es ist immer die Frage, wer sind die echten Antifaschisten? Sind es jetzt die Leute, die sich mit Israel solidarisieren? Oder sind es die Leute, die sich mit kommunistischen Staaten und mit Palästina verbünden? Oder sind es die Antiimperialisten, die gar keine Länder haben wollen? Das sind halt so die drei Hauptgruppen, die es gibt. Also pro-Israel, pro-Palästina und alles Scheiße. Okay. Spielt Kommunismus, Sozialismus eine Rolle? Ja. Für alle Gruppen? Das ist was ich meinte, dass da immer alles sehr genau und ganz spezifisch in diesen linken Strukturen genannt wird. Es gibt antideutsche Anarchisten, es gibt antideutsche Kommunisten und es gibt antideutsche Demokraten. Quasi. Also sind alle antideutsch? Genau. Antideutsche Demokraten? Ja, klingt sehr lustig. Aber das sind die Leute, die wollen eine weltweite Demokratie, okay. Like Stargate. So, die sehen so Stargate und sowas quasi als ihre politischen. Die ganze Welt hat sich lieb und wir erobern den Weltraum. Stargate? Star Trek? Ja, genau, Star Trek. Trek. Genau, Star Trek. So. Ja, Jean-Luc Picard-Fan. So, ne? Was ja, das? Genau, ja. Anti-deutsche Demokraten, anti-deutsche Kommunisten und anti-deutsche Anarchisten. Und die passen nicht zusammen. Ne, passt vorne und hinten nicht. Und da ist es halt dann immer, wer hat die stärkere Gruppe? So, okay. Da gibt es auch innerhalb auf Demos, im linken, im schwarzen Block, gibt es Auseinandersetzungen, was nach außen hin natürlich niemand mitkriegt. Aber weil es der Sache schaden würde. Genau, weil es der Sache. Obwohl es kam ja jetzt einmal, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren, 3 Jahren, ich bin mir unsicher, bei der 1. Mai-Demo in Berlin-Kreuzberg. Ja. Kam da die große Schlagzeile durch den Jugendwiderstand. Der Jugendwiderstand ist eine kommunistische, marxistische... Das habe ich gesehen, irgendwo im Internet habe ich das gesehen. Genau, auch pro-Palästina, Hardcore-Kommunisten und mega antisemitisch. Und die sind auf Linke oder auf Genossinnen und Genossen losgegangen auf der 1. Mai-Demo, die ein Pro-Israel-Banner getragen haben. Ist ja hart, ne? So, und das ist der Alltag in der Linken. Da wurde es halt endlich mal eingefangen für die Öffentlichkeit, wie diese Strukturen untereinander laufen. Aber so ist das halt tagtäglich. Also ich habe, glaube ich, mehr Drohungen von Linken bekommen als von Rechten in meiner ganzen aktiven Zeit. Schockt mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, es wäre bedeutend irgendwie so... Das soll jetzt kein Hate sein, aber wenn man so aus meiner alten Denke als Rechtsextremist habe ich gedacht, ja, die sitzen da alle in ihrer Kommune, machen Ringelpiez mit Anfassen und sagen, wir sind alles hier Sozialisten und ist völlig daneben, ist meine Denke. Völlig daneben, ja. Das heißt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Lübeck hat ja auch die Alternative, linke Kommune sozusagen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da alle Lager zusammen sind oder doch, oder... Ich könnte jetzt zum Beispiel mit dem T-Shirt könnte ich da nicht auftauchen, obwohl ich Antifaschist bin. Weil? Weil ich pro Israel bin und somit mich mit einem kapitalistischen und ausbeuterischen Staat zusammenführe. Ich hätte gedacht, dass alle Antifaschisten pro Israel sind. Gut, der Palästina-Konflikt mit dem Palituch und so, klar? Nee, es ist nur, ich muss, deswegen machen wir uns auch besonders stark in der Szene. Der Großteil der antifaschistischen Szene ist entweder neutral gegenüber Israel. Okay. So. Das heißt aber, also wird dem Staat Israel seine Existenz zugestanden oder nicht? Nicht wirklich, nein.
Nein, sie besetzen rein theoretisch Palästina. Genau, es geht immer noch so. Das ist theoretisch, sie besetzen Palästina, aber. Auch ja, nicht. Ja, okay, okay. Britische Mandat, das britische Mandat, ganz wichtig in dem Fall. Lese es dir durch und du. Okay. Okay, aber also grundsätzlich habe ich jetzt gedacht, ich weiß, also grundsätzlich habe ich gedacht, dass Antifaschisten pro Israel sind und nicht antisemitisch sind. Nö. Dass der Kommunismus antisemitisch war, das. Der ist der, bis heute noch. Das ist ja bekannt, ne? Ja. Also viele Juden sind ja auch emigriert aus Russland in die USA und sonst was und nach Israel. Ne? Ja. Das geht ja auch immer alles so ein bisschen unter. Okay, sehr viel Information, das muss ich sagen. Ich muss meine Denke da auch ein bisschen, weil ich weiß natürlich, dass es keine die Antifa gibt. Das ist jetzt auch genau. In den Medien oft genug erklärt worden und so weiter. Es gibt nicht die Antifa. Aber ich hätte gedacht, es wäre trotzdem eine weitaus homogenere. Es ist halt. Es ist immer diese Sache der Frage der Toleranz. So. Aber das ist auch eines der Hauptwörter, Toleranz. Aber, ne, kennst du auch, es wird immer sehr groß und sehr viel nach außen. Aber was dann dahinter steckt, ist nur ein Müh davon, von dem, was sie rausposaunt haben. Aber ist das, also das ist für mich jetzt trotzdem, also ich wollte mich da jetzt nicht so lange drin verfangen, wir gehen gleich in deine Geschichte wieder rein, aber es ist ja so, dass ich jetzt drüber nachdenken müsste, du warst ja nun sehr, sehr, oder bist Antifaschist und warst es auch sehr lange und du müsstest jetzt mit dem T-Shirt, weil du pro Israel bist, überlegen, ob du zu welcher Antifa-Haus du gehen könntest? Ich könnte zum Beispiel, die Rote Flora in Hamburg ist für mich ein No-Go-Area und das ist ja das linke Zentrum in Deutschland, da kann ich mich nicht sehen lassen, weil da gibt es ein paar bestimmte Leute, die mich durch meine Israel-Solidarität und durch meinen harten Kampf gegen Antisemitismus ziemlich auf den Kieker haben. Okay, dann sind die mir wahrscheinlich als ehemaliger Rechtsextremist, also aus damit waren die mir, sind die mir fast näher mit ihrem Antisemitismus. Lustiger Funfact, oder was heißt Funfact, für mich ist das eher traurig. Es gab doch in Hamburg diesen einen Nazi-Typen, der sich mit Israel solidarisiert hat. Und ist deswegen da aus dieser Anti-Merkel-Demo-Aktionsreihe rausgeflogen. Ja. So. Ich habe den Namen gerade nicht drauf, aber ich habe es mitbekommen. Ich habe den Namen auch nicht, so. Und da haben sich dann Leute von der Roten Antifa mit dieser Nazi-Gruppierung zusammengetan, um Pro-Israel-Leute zu jagen. Da haben rote Antifaschisten mit Neonazis Hand in Hand andere Antifaschisten gejagt und geschlagen. Oh, wir werden hier schöne Kommentare in dem Video haben, ich freue mich schon drauf. Also an die Mods, viel Spaß beim Aufräumen und Kommentieren. Okay, ich sehe, wir müssen jetzt hier nachher mal in die Strukturen mit einem Teil irgendwie einsteigen, dass wir mal über, das ist mich sehr viel Information, also ich komme jetzt diese antideutsch-demokratische, kann ich mir merken, also kriege ich noch drauf. Okay, du radikalisierst dich auf jeden Fall, es kommt Gewalt ins Spiel, du sagst, Hooligans gehen vorbei, rechte Hooligans kommen vorbei, Nazi-Gabbers kommen vorbei und so weiter. Gewalt spielt ja vorher in deinem Leben keine Rolle, wie du gesagt hast, oder? Also als Mobbing-Opfer. Genau, ich war Mobbing-Opfer und habe durch meinen Opa jahrelang Kickboxen gemacht. Und dadurch war es halt, solange wie ich Kickboxen gemacht habe, bis 15, also mit dem richtig extremen Antifaschismus, habe ich dann auch aufgehört im Kampfsport, weil mein Opa mir von klein auf immer gesagt hat, du bist ein Boxer, deine Hände und deine Füße sind Waffen, nutze sie nicht auf der Straße. Okay. Und weil ich von meinem Opa bis heute noch, also andere feiern so als ihren Superhelden Superman oder Spider-Man, für mich der einzige Held, den ich habe, ist mein Opa. Weil dieser Mann hat so viel Lebensweisheit gehabt und alles und hat mir so viel mit auf den Weg gegeben. Und dadurch habe ich halt mich nie gewehrt. Ich wusste, ich könnte mich wehren. Okay. Aber dann tue ich den anderen ja weh. Und warum sollten Menschen sich denn wehtun? Ist doch völlig schwachsinnig. Wäre doch viel cooler, wenn alle friedlich zusammen. Ist ja schon eine sehr hohe Buddha-Stufe zu sagen, ich lasse das alles über mich ergehen. Und ist schon, aber schon krass, das als Kind oder Jugendlicher zu können, oder? Es hat mich psychisch kaputt gemacht, muss ich sagen. Ne? Dieses nach hinten wegstecken hat mich ziemlich in den Jahren sehr kaputt gemacht. Aber wenn jetzt diese Nazi-Gabbers und die Hooligans und so kamen, dann auch körperlich, dann wurdest du irgendwann körperlich oder gar nicht? Irgendwann wurde ich sehr körperlich. Irgendwann wurdest du auch körperlich. Erzähl uns, wie du körperlich wurdest. Also es fing halt dann an, durch diese Übergriffe von so ein paar rechten Gruppen, die uns dann am Boden immer angegriffen haben, haben ein paar von uns, die immer am Boden saßen, sich dann ins autonome Zentrum mehr eingebracht.
So. Und da lernst du halt diesen richtigen Kern der Antifa kennen. Ist aber ist ein autonomes Zentrum, ist das ein besetztes Haus oder ist das jemand, der das gekauft hat? Oder ist das ein Verein? Oder? Kommt drauf an. Okay. Von Stadt zu Stadt. Das AZ Mülheim zum Beispiel ist städtisch gefordert. Okay, da gibt es Geld von der Stadt? Genau, da gibt es Geld von der Stadt. Oder war früher so, ich weiß nicht mehr, wie es also heute ist. Also sie sollen nicht auf der Straße sitzen, dann sollen sie lieber da rumhängen, da kommen da auch zwei Sozialarbeiter oder was? Ab und zu kommt da mal jemand vorbei gucken, ob da alles richtig läuft und so weiter. Da, wo ich herkomme, das autonome Zentrum, wurde 1990 besetzt. Hat sich dann viele Jahre gehalten. Gibt es sogar heute immer noch. Und als ich dann damals in die Szene gekommen bin, fing es gerade an, dass man mit der Stadt einen sogenannten Euro-Vertrag gemacht hat. Ja, gibt es ja hier in Lübeck auch. Das AZ zahlt einen Monat jeden Monat an die Stadt und darf dafür dieses Gebäude nutzen. Ja. So, und so halten sich halt viele autonome Zentren. Erst besetzt viele Jahre, bis man halt mit der Stadt oder dem Landkreis endlich eine Einigung gefunden hat. Und dann wird es entweder geräumt. Ja. Oder man kriegt halt so ein Bleiberecht. Okay, und dann wohnen da ein paar Leute, man macht da Aktionen, so deckelt man die Kosten nachher für Wasser, Strom oder sowas oder was? Genau. Okay. So, gut, also halt die auf dem Boden saßen, gehen jetzt ins AZ. Genau. Und radikalisieren, wir haben uns da sehr schnell sehr hart radikalisiert. Weil uns klar war, die Leute, die jetzt noch da die ganzen Demos planen und so, damals war es auch so, dass bei uns sehr wenige Demos waren. Es waren zwar viele Nazis aktiv. Ja. So vor allen Dingen auch durch die Nähe zu Dortmund, wo ja 2006 dann die autonomen Nationalisten gegründet worden sind. Und das war damals, so, das war für mich der endgültige, wie Antikapitalismus von Rechten, wie schwarzer Block bei den Rechten. Wurde ja abgeguckt, ja. So, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Das war für mich auf einmal so ein Punkt, da war irgendwie eine Grenze überschnitten. So, erst hat man natürlich mitgekriegt, Nazis haben das Skinhead-Outfit geklaut. Ja. Und den Lifestyle. Ja. Der ja von schwarzen Arbeitern aus England kommt. Genau. So. Und dieses ganze Klauen und sich damit brüsten, sie haben uns als Dreck bezeichnet. Ja. Aber nehmen das. Aber nehmen diesen Dreck halt auch für sich auf. Und dann ist es auf einmal cool. Und dann halt dieser ganze, alle Ausländer sind scheiße dazu. Also wurdest du wütend? Genau, es war so eine Wut, die immer mehr aufgekocht hat. Und auch man konnte noch nicht mal mehr irgendwie zum Kiosk sich eine Packung Kippen holen, ohne dass dann irgendein Nazi dann, oh scheiß Zecke oder so. Und irgendwann war halt das Fass war voll. Ich muss jetzt was tun. Und dann war endgültig so, entweder jetzt oder nie. Ja. Und dann kam es auch ganz schnell dazu, dass ich das erste Mal dann richtig zugelangt habe. Alleine oder in einer Gruppe? Das erste Mal war ich sogar alleine. Okay. Gegen drei Neonazis. Wie muss man sich das vorstellen? Du wirst beleidigt oder ich will es dir gar nicht, was passiert? Ich war auf dem Weg zum Brunnen und dann sind mir in so einer Seitenstraße drei bekannte Neonazis entgegengekommen und die kannten mein Gesicht natürlich auch schon durch die knapp anderthalb Jahre, die ich da am Brunnen rumgehangen habe. So, und dann, ah Zecke, jetzt haben wir dich endlich. Und als ich dann gesehen habe, ey, das sind jetzt drei Leute und die wollen mich alleine jetzt fertig machen, in meinem Kopf habe ich nur zu mir selber gesagt, dann komm doch. Digga, du läufst jetzt nicht weg, jetzt bleibst du stehen Und alles das, was du in der Schule durchgemacht hast und so weiter, jetzt haust alles du zurück. Rauslassen. Jetzt haust du zurück. Den Kampf habe ich verloren. Ja. 3-1 ist sehr schwer zu. Ich bin froh, dass du es gesagt hast, weil es immer schwer glaubhaft, weil man kann drauf, Chuck Norris selbst tut sich schwer gegen 3. So einen kriegst du vielleicht mit, vielleicht kriegst du auch noch 2, aber der dritte, der haut dir dann so auf den Hinterkopf, da wachst du dann echt auf einmal aus dem Ohnmacht. Hast du Verletzungen davon getragen? Ja. Oder? Aber das Gefühl danach würde mich mal interessieren? Hilflosigkeit. Es war irgendwie. Aber ganz. Ich kam mir so hilflos vor. Ich dachte mir so, ich mache doch das Richtige und warum. Aber hast du schwere Verletzungen davon getragen? Oder? Das war mein erster richtiger Nasenbeinbruch. Okay. Und da ist auch Bein war angebrochen. Reicht. Ja. Reicht, Leute. Ne? Also, das ist immer kein Film, wenn man das selber hat, das tut schon weh und ist scheiße. Meine Nase war mal gerade. Ja, also, ja, weil das ist immer so, ne? In den Filmen und so ist das alles immer ganz schnell, da kommt nur ein Pflaster drauf und dann ist es wieder geheilt. Spulen Sie den Film vor. Leider nicht, waren 2 Tage Krankenhaus.
Wie alt warst du da? 15. Aber ganz, ganz krass die unterschiedliche Erfahrung. Das würde ich jetzt gerne mal reinbringen. Weißt du, bei mir war das, ich habe mich dann in Lübeck an der Untertrabe, habe ich mich mit, ich sage es mal, mit Sympathisanten der linken Szene geprügelt und bin da auch etwas schwerer verletzt worden. Aber ich hatte eher das Gefühl, in meiner Gruppierung, in meiner Community, geil, du hast deinen Mann gestanden, das war für mich wie eine Auszeichnung, diese Narbe. Das kam natürlich dann, als ich dann 3 Tage später wieder zum Brunnen gekommen bin und dann so, hey, wo warst du denn, was passiert, warum hast du da so ein Pflaster im Gesicht? Und dann habe ich halt, ja, der und der Nazi haben mich zusammengehauen, so, Jungs, wir müssen die Adressen kriegen. Und dann, ey, Digga, was? Wie, du willst die Adressen? Ich sag, ja. Wenn die Nazis uns schon auf offener Straße abfangen und uns wichsen, ohne dass jemand einschlägt, dann lass uns zurückschlagen. Dann lass jetzt endlich mal wieder, die RAF hat es doch damals auch geschafft. Puh, so viele Stichworte, RAF wollte ich ja auch noch drauf kommen. Habt ihr was gemacht? Magst du es erzählen? Mehrere, also wir haben dann wirklich angefangen, diese richtige antifaschistische Arbeit. Namen, Adressen, Telefonnummern, Arbeitsplätze, falls vorhanden, was bei vielen Neonazis ja nicht der Fall ist. Ja. Ist ja nicht böse. Also so eine Art Recherche-Team. Genau. Ich hatte ja mit in Podcast mitgemacht, bei Polytalks Podcast. Und die haben auch gesagt, es gibt richtige Recherche-Teams, ja. Die sitzen wirklich und die recherchieren ja. Über ja. Alles Mögliche. Sind auch sehr gut informiert. Ich hatte ja auch mehrere Artikel bei Indie Media damals. Ich weiß. Und das war super recherchiert. Ja. Da habe ich immer gedacht, einer von denen sitzt mit uns am Tisch. Ja, kann sogar vielleicht sein, wer weiß. Oha, okay, muss ich mal überlegen, wer alles dabei war. Ja. Also, ihr geht in die Recherche, weil jetzt gibt's Rache. Genau. Das war so, oder was heißt Rache? Für uns war damals klar, wir können uns das nicht mehr gefallen lassen, weil wir sind doch die Guten. Ja, so, sagen die anderen auch. Genau, man hat ja immer dieses, wir sind doch die Guten. Wir setzen uns doch für die armen Ausländer ein. Jungs, fragt bitte mal einen Ausländer, ob er Hilfe möchte. 90% von den Leuten werden sagen, hör auf mit der linken Scheiße. Das hat schon mal ein ehemaliger Islamist, der Irfan Pezi hier gesagt, hat gesagt, dass die besonders auch radikalisierte Moslems darüber lachen, dass die Linke sich für die einsetzt. Ja. Ist ganz krass, also das mal so zu hören, weil sie wenig mit linken Idealen zusammen gemein haben. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich habe in meiner aktiven linken Zeit mehr Schläge von Immigrantinnen bekommen, als von Nazis. Pascal, wir haben hier so viel zu erzählen. Ja. Wir gehen nach diesem Teil, gehen wir ins Rechercheteam und was dann passiert ist, Hausbesuche, wie die Gewaltreise weiterging in deinen Gruppen, was noch alles passiert ist. Pascal, erstmal vielen Dank, dass du dich so offen erzählst. Ich sehe das, also hier ist richtig sehr viel Information, auch für mich zum Verdauen. Ganz mutig, dich hier auch hinzustellen, zu sagen auch... Wichtig. Weil, ja, das ist auch so, aber es erfordert echt viel Mut, das muss man auch mal sagen, das muss man danach im Internet aushalten. Also, liebe Community, hier Pascal unterstützen in den Kommentaren und so weiter. Bleibt hier diskutiert mit. Wir versuchen immer, die mit der Vernunft zu sein. Also, vielen lieben Dank für euren Support. Schreibt hier runter in die Kommentare, wie ihr das findet. Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert gerne. Ihr könnt gerne unterstützen bei Patreon oder Kanalmitglieder. Das liegt euch alles frei, das zu tun. Extremismus ist der Feind dahinter, der sich gegen Linksextremismus, Rechtsextremismus und auch religiösen Extremismus einsetzt für diese Gesellschaft. Und ja, ich bedanke mich eigentlich jetzt beim ersten Teil, dass du hier bei mir in der Küche bist. Und Leute, ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.